car, too sexy for my car, too sexy by far. Ich bin aktuell Single. Ich bin Sidan, ich bin 22 Jahre alt und ich komme aus Kiel. Ich studiere, aber aktuell verbringe ich eigentlich jede freie Minute, die ich habe, im Studio oder arbeite an Songs, die nicht fertig sind. Die nicht fertig sind. Ich habe viele, da habe ich irgendwie die erste Strophe geschrieben. Dann hast du darfst dich aber nicht so verlieren. Ich weiß. Deswegen arbeite ich gerade alles auf. Lieber ein fertig in 5 Wochen und der ist geil, als 20 in 2 Tagen, die eigentlich einfach weiß nichts da auch sind. Also alle meine Nummer Einsen, ja? Das ging immer wie aufs Klo geschissen. Das muss eigentlich wie so Durchfall, ja, bam, raus und fertig, ja. Ich habe teilweise Songs aus Emotionen in 3 Stunden geschrieben, aufgenommen. Und das machst du in 3 Stunden? Ich meine, das Fragment eines Songs ist maximal, sag ich mal, 40 Sekunden. Also Midnight Lady zum Beispiel hat 40 Sekunden gedauert, ja, mit Text. Haben wir schon zu viel geredet oder soll ich noch mal ein bisschen dazu erzählen, wie ich so zum Singen gekommen bin? Mach. Ich komme erst nach Hause, wenn die anderen aus dem Haus gehen. Schlafrhythmus gefickt, ich sehe die Sonne immer aus, weil ich bin nachts wach. Ich habe einen Kollegen, der hat ein Studio im Keller. Dementsprechend bin ich eigentlich so gut wie jeden Tag bei ihm. Die Art der Musik, die ich mache, ist so schon viel Love-Songs. Wenn es dir nichts ausmacht, verliebe ich mich jetzt. Also ich hatte auf jeden Fall eine Freundin, mit der es vielleicht nicht ganz so gut lief. Und eigentlich alles, was ich so in meinen Songs verpackt habe, sind so die Phasen, die ich mit ihr so durchlebt habe. Dementsprechend fiel es mir dann einfach, diese Songs so zu schreiben, weil es aus Emotionen heraus war. Ich habe meinen jüngeren Bruder mitgebracht als Unterstützung. Er ist immer direkt die erste Person, wenn ich aus dem Studio komme, der ich meine neuen Lieder zeige. Und deswegen war es keine Frage, wen ich mitnehme. Er ist relativ entspannt reingegangen, also er hat mir auch die ganze Zeit schon gesagt, dass er jetzt endlich auftreten möchte, weil er heiß ist. Welcher Sänger träumt nicht davon, irgendwann dann auf der finalen Bühne zu stehen und dann wird dein Name geschrieben, ne? Dann bist du der Superstar. Ich denke schon, dass ich alles mitbringe, um das Finale hier gewinnen zu können. Also rein theoretisch von deiner Stimme, ne? Ja. Wenn du so redest, ja, wie du stehst und alles, ja, müsste das geil sein, was du machst. Birds flying high, you know how I feel. Ich habe mal wieder eine Hoffnung, ja, dass du irgendwas, aber kann mich auch täuschen. Was singst du? Ich habe Dancing nochmal unvorbereitet von Kevin Scott. Okay, schöner Song. Ja. Machen wir. Und hast du auch was Deutsches? Ja, ich sehe dich merkwürdigerweise eher Danach würde ich Deutsch. Auch was Deutsches singen, tatsächlich. Okay. Dancing on my own. Mal die großen Gefühle hier. Zidane, ne? Wenn du so wie Zidane Fußball spielst, so singst du. Also liegen wir hier auf dem Boden. Hoffen wir es. Voll enttäuschen. Nein, will nicht. Somebody said you got a new friend. But I see love you better than I can. Stilettos and broken bottles. And I'm spinning around in circles. Yeah, I'm in the corner watching you kiss her. Oh no. Okay. Also das mit Englisch vergisst für alle Zeiten. Ja. Ja. Was hattest du mir sonst mitgebracht? Männer weinen nicht von Adès. Okay. Okay. Mehr Gefühl, Mensch! Das ist ja mein Bruderblick. Ich bin schwach in Schwäche zeigen. Stark sein liegt in meinem Gehen. Ich will fast jedem was beweisen. Kann Fehler selten eingestehen. Das ist der einzige
dem Moment, wo ich Gewalt und Macht verliere, doch selbst am Boden triumphiert ein Alpha-Tier. Denn sie sagten mir, Männer weinen nicht, Männer weinen nicht. Sie schreien den Schmerz in sich hinein, wie sollte es anders sein? Männer weinen nicht, Männer weinen nicht. Haben für Gefühle keine Zeit, wie sollte es anders sein? Okay. In Deutsch bist du 1000-mal besser. Deutsch definitiv viel besser. Das passt zu deiner Stimme, das passt zu dir vom Typen, passt hier super gut rein, du bist auch schon stylisch. Danke. Bei der Stimme ist Luft nach oben, aber kann man dran rumfallen, von mir ja. Dankeschön. Es gibt natürlich immer Luft nach oben, es kann immer außer besser bei dir, werden. Dieter. Das ist ganz oben schon. Deine Stimme klingt gut, die klingt modern, das passt alles wie Faust aufs Auge, Optik, Stimme, Gefühle. Hat mir gut gefallen. Dankeschön. Von mir ist auch ein Ja. Geiler Typ, gute Stimme. Danke. Und mal schauen, wie weit die Reise geht, ne? Immer ja. Ich danke euch, vielen Dank. Everybody, I'm back in the game. Dankeschön. Schöne weiße Zähne. Vielen Dank, macht's gut. Dankeschön. Schönen Tag euch noch. Ja. Hätte ich schlimmer ausgehen können. Ja. Yeah.